hier ist deine Mami. Eddie, denk nicht nur an Fußball. Tu mir doch den Gefallen und leg ab und zu mal etwas zur Seite. Engeland, denk an die Zukunft. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Damit ihre Mutter sie nicht überrascht, machen sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Darf ich Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz begrüßen im Vorfeld des Spiels gegen den ersten FSV Mainz 05-2. Das Spiel wird stattfinden am morgigen Samstag, den 7. September 2013 um 14 Uhr. Anpfiff ist hier im Schwaderbank-Hessen-Stadion. Ja, und bevor ich Herrn Schmidt und Herrn Klaus Dasula begrüßen darf, würde ich kurz noch einige organisatorische Hinweise geben. Wir haben heute und auch morgen die Veranstaltung Mission Olympic in der ganzen Stadt. Aufgrund dessen wird es auch am morgigen Tag hier auf dem Biberer Berg zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen. Daher bitte ich alle Stadionbesucher rechtzeitig anzureisen und genug Zeit einzuplanen für die Fahrt hier ins Stadion. Gerade der Ticketverkauf, der bisher stattgefunden hat, zeigt uns, dass viele wieder einplanen, Tickets an den Tageskassen zu kaufen. Daher würde ich auch da bitten, genügend Zeit für die Wartezeit einzuplanen und genügend im Voraus anzureisen, um dann noch genügend Zeit zu haben, um Tickets zu kaufen. Gut, dann würde ich am besten direkt mit dir anfangen. Ganz kurz, ab wann ist offen? 90 Minuten, wie immer? Oder? Wie immer, Öffnung, Scheidenöffnung, wie immer. Genau. Ja. Vielleicht mit dir den Blick zurück auf Mittwoch. So lange ist es ja gar nicht her, durch die englische Woche. Tolles Spiel gemacht. 3 Punkte mitgenommen aus Groß-Asbach. Und ihr habt so ein bisschen gezeigt, dass ihr auch gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach Tabellenzweiter mithalten könnt. Die ja bis dato nur gegen Mainz 2 verloren hatten, den Gegner in der, am Samstag dann. Ja, einfach für dich vielleicht oder dass du uns so ein bisschen erklärst, wie deine Eindrücke aus dem Spiel waren und was ihr da mitgenommen habt an Selbstvertrauen. Hallo erstmal, also das Spiel war, wir sind ja dort angereist mit ein paar Verletzten, mit ein paar Stammspielern, die uns gefehlt haben. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, defensiv gut zu stehen, dann in den Zweikämpfen präsent zu sein und ja, über den Kampf zu kommen. Und das ist uns eigentlich gut gelungen. Wir haben die Null gehalten, das war das Wichtigste. Wir sind als Team aufgetreten und haben ja, über den Einsatz das Spiel gewonnen. Ja, wie stark stellst du denn den Gegner für morgen ein? Mainz 05, Tabellenerster, sehr überzeugende Spiele bisher abgeliefert. Was glaubst du, wie man hier auswärts im Schwaderbank-Hessen-Stadion auftreten wird von Mainzer Seite aus? Also ich denke, Mainz eine Mannschaft, die über das Spielerische kommt. Die drücken jedem Spiel immer ihr also Spielfluss zu. Also die werden, glaube ich, bei uns im Stadion genau wie in jedem anderen Spiel auftreten. Frech, schnell, kombinationsstark. Und wir müssen halt in erster Linie schauen, dass wir defensiv gut stehen, wie wir es schon in Asbach gemacht haben. Die Null zu halten wäre sehr wichtig. Und ja, dann halt Nadelstiche setzen, indem wir gute Konter fahren und ja, aggressiv sind. Dann danke dir erstmal. Herr Schmidt, in Groß-Asbach fielen die Tore und vor allen Dingen fielen sie aus schönen Spielzügen heraus. Keine Standardsituation, sondern man hat gesehen, okay, auch aus dem Spiel heraus kann man zum Torerfolg kommen. Wie viel Selbstvertrauen hat die Mannschaft aus dem Spiel am Mittwoch mitgenommen und wie positiv war dieser Sieg auch? Ja, Selbstvertrauen nicht nur aus dem Spiel, sondern aus dem Gesamtverlauf der Saison. Ja, wir haben jetzt 13 Punkte erspielt, erarbeitet, erkämpft. Und der Klaus hat es gerade auch nochmal deutlich gesagt, die Mannschaft hat auch am Mittwochabend gewonnen, neben den persönlichen Leistungen, wo sich jeder auch sehr, sehr toll auch eingebracht hat, in das Spiel in Groß-Asbach die Dinge aufgenommen hat, auch diese Rückschläge der verletzten Spieler. Wittke, Mangafitsch aus dem Heimspiel muss man setzen, Schwarz muss man setzen. Und trotzdem die Spieler, die jetzt in der Lauerposition waren, wie zum Beispiel der Benjamin, Steven Vonderburg, der jetzt aber gar nicht auf der Rechnung war bei vielen, die haben das insgesamt sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr stark gemacht. Und jetzt erwarten wir eine brutale Aufgabe morgen mit Mainz 2. der Mannschaft. Das ist nochmal eine Etage höher. Die Mainzer sind eine sehr spielstarke Mannschaft. Extrem auch auf dieses Ballbesitzspiel aus. Da sieht man einen ganz klaren roten Faden
aus ihrer Ausbildungsphilosophie. Und mit diesen Punkten im Rücken, in der Art und Weise, wie wir auch die Spiele jetzt bestritten haben, durchgängig, können wir mit breiter Brust den Tabellenführer annehmen morgen und freuen uns auf das Spiel. Ja, Sie haben schon ein bisschen angedeutet, vielleicht trotzdem nochmal die Frage, wie stark Sie Mainz einschätzen, gerade auch nach den Auftritten, die man bereits von Mainz gesehen hat in dieser Saison? Ich denke, dass Sie ein Stück weit auch aus der Vergangenheit Lehren gezogen haben. Sie haben ein ganz klares Gerüst mit erfahrenen Spielern, mit dem Spieler Weil, Falkenmeier, Dackfuß, und dann haben sie ja auch gefühlt fast einen Erstliga-Fußballer, Zweitliga-Fußballer mit Sliskovic, der jetzt überstrahlt das Ganze, aber insgesamt eine sehr spielstarke Mannschaft. Man sieht eben ganz deutlich auch ein Ausbildungskonzept. Und sicherlich liegen auch intern dort die Ziele klar, dort aufzusteigen, zumindest um die Spitze mitzuspielen. Und das haben sie im Moment sehr, sehr dominant, drehen sie da auf. Letzte Woche diese Ausrutscher gegen Zweibrücken, da sind sie, glaube ich, mal selber an sich da geschlagen. Vielleicht von der Erwartungshaltung her. Morgen kommen sie als Tabellenführer, sie werden frech spielen, aber sie wird auch auf eine freche Mannschaft treffen. Ja, Sie haben ihn eben schon angesprochen, Schlüsselspieler der Mainzer sicherlich, Peter Šišković, mit 10 Toren in 7 Spielen. Dazu die Mainzer generell sehr, sehr torgefährlich, mit im Schnitt 3 Toren pro Spiel. Wie ist unsere Abwehr darauf eingestellt? Wie will man dem entgegenwirken? Und vor allen Dingen, wie will man den Schlüsselstürmer in Mainz irgendwie in den Griff bekommen? Ja, zum einen lebt ja auch der Šišković von seinen Nebenleuten. Und da geht es, wie wir das in Groß-Asbach überragend gemacht haben, die Geduld aufzubringen, das braucht man morgen auch. Die Mainzer werden sehr kompakt stehen, sie haben eine gute Grundordnung auch wieder gegen den Ball zu arbeiten und aus dieser Balleroberung dann versuchen, schnell dynamisch nach vorne zu spielen mit ihren offensiven Spielern. Das ist ja nicht nur Šišković, sondern auch die Außenspieler, die sich dort auch schnell mit einbringen. Und wir würden dann natürlich dagegen halten, mit einer guten Grundordnung in der Defensive, auch in dem Ballbesitzspiel, dass wir dort auch versuchen, uns die Lücken zu suchen, etwas mit Geduld zu operieren, nicht weniger überhastet zu spielen, in der einen oder anderen Szene vorbereitet oder nach vorne zu kommen und den Gegner unter Druck zu setzen. Ganz, ganz klar, mit unserer Leidenschaft, mit unserer kämpferischen Note. Und das haben die Jungs wirklich überragend jetzt in den Spielen durchgängig gezeigt, was ich da auch schaffen kann, wenn ich da auch in einer Sache stehe und mich dort auch einbringe. Und da kämpfen wir realistisch morgen um die Punkte. Hier zu Hause mit einem tollen Publikum im Rücken. Ja, auch wenn die Mainzer da jetzt sicherlich unbeeindruckt bleiben, das haben sie ja gegen Mannheim gezeigt, wo sie 4-0, da ist das Stadion ruhig gewesen, relativ klar und schnell das hingespielt. Aber wir wollen das natürlich zeigen, dass mit uns zu rechnen ist und die Jungs müssen sich steigen gemeinsam. Ja, jetzt wage ich eigentlich kaum zu fragen. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr Hiobsbotschaften. Und diesmal positive Nachrichten am liebsten. Gibt es Ausfälle? Ich hoffe nicht. Und vor allen Dingen, vielleicht sind wieder welche an Bord, die einsatzbereit sind, auf die man am Mittwoch nicht zurückgreifen konnte. Na, da kann ich jetzt noch keine Entwarnung geben. Okay. Außer jetzt Barış Akut, der jetzt wieder frei ist von seiner roten Karte, von seiner Sperre. Ansonsten Kevin Wittke, Dennis Mangafitsch müssen wir jetzt, gestern haben sie nicht trainiert, müssen schauen, wie es jetzt heute ist, ob sie schmerzfrei sind, ob wir das Risiko eingehen, wie ich es jetzt am Mittwoch auch mit dem Dennis nicht gemacht habe, das Risiko einzugehen. Das hat glücklicherweise auch sehr, sehr gut funktioniert und die Positionen haben da auch hervorragend gegriffen. Das müssen wir jetzt mal noch abwarten. Matthias Schwarz bekanntermaßen nicht mit dabei. Er braucht die längere Pause, um diese Ruhestellung zu bekommen für seinen Fuß. Ja, und dann werden wir eine siegesgeile Mannschaft auch morgen erwarten. Von unserer Seite her, weil die Jungs sind geil auf Siege und Tore schießen und natürlich auch mit einer gewissen Vehemenz auch Tore zu verhindern. Das hat sie am letzten Mittwochabend in den Spielen zuvor gezeigt und dann können wir uns auf was freuen. Sehr schön, dann danke erstmal. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen? Gut, das ist offensichtlich nicht der Fall. Da bedanke ich mich zunächst mal bei Rico Schmidt und auch bei dir, dass ihr hier anwesend wart und wünsche uns allen